Hallo ihr Lieben, wir sind Lotta und Lea und wir gehen auf das Agrarwissenschaftliche Gymnasium in Nürtingen. Genau, und wir als Klasse haben uns dazu entschieden, jetzt in der Corona-Zeit, wo viele daheim sind und Zeit haben, ein paar Inspirationen zu geben, was man so machen kann, was man selber bauen kann oder auch kochen kann. Genau, wir zwei möchten euch zeigen, wie man ein Kaninchenhaus bzw. Hasenhaus selber bauen kann, da ich 4 Kaninchen habe und das dann ganz passend war. Wir wollen euch aber nicht nur zeigen, wie wir dieses Häuschen gebaut haben, sondern wollen euch davor noch ein paar Informationen geben, da das einfach wichtig ist, darüber Bescheid zu wissen. Genau, man muss sich vor der Anschaffung von Kaninchen einfach im Klaren sein, wie viel Platz die eigentlich brauchen. Und zwar gibt es vom TVT, das ist ein Verbündnis, Tierärztliche Verbündnis für Tierschutz, die haben Orientierungshilfen gemacht, beziehungsweise Richtlinien, an denen man sich orientieren sollte. Und zwar 2 Kaninchen brauchen so um die 6 Quadratmeter Fläche und jedes weitere Kaninchen plus 20% der Grundfläche. Das ist wichtig, weil Hasen einfach nicht nur in der Ecke rumsitzen, sondern die machen auch mal Männchen oder die schlagen Haken und wollen sich auspowern, durch die Gegend rennen und da brauchen die einfach ihren Platz. Genau, das zeigen wir euch jetzt auch gleich in einem Video. Also wie ihr sehen könnt in dem Video, ist selbst unser Stall zu klein, wenn die Hasen mal so richtig Gas geben. Deshalb dürfen die bei uns tagsüber frei im Garten rumhüpfen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist auch, dass man Kaninchen nicht alleine halten sollte. Die brauchen unbedingt einen Partner. Ja, das könnt ihr euch vorstellen wie als Mensch auf einer Insel, auf einer einsamen Insel, und es kommen nur Leute vorbei, die eure Sprache nicht sprechen können. So fühlt es sich nämlich für ein Kaninchen an, das alleine gehalten wird. Viele Menschen denken auch, dass es reicht, wenn sie sich mit ihrem Kaninchen beschäftigen und dass sie dann keinen Partner brauchen. Aber so ist es eben nicht. Die Internetseite kaninchenwiese.de, die hat dann einen ganz guten Fragebogen. Und nur wenn man diesen bejahen kann, am Ende, dann kann man sein Kaninchen sozusagen alleine halten, was aber wahrscheinlich bei niemandem der Fall sein wird. Bist du 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr für dein Kaninchen da? Putzt du ihm die Ohren und schlägst ihm die Augen ab? Hoppelst du mit ihm herum und erkundest die Umgebung? Liegst du etwa 7 Stunden am Tag mit Körperkontakt an ihm? Kannst du die Kaninchensprache und unterhältst dich so mit ihm? Hältst du Wache, wenn dein Kaninchen schläft und klopfst, wenn Gefahr droht? Na, kann euer Kaninchen alleine leben? Beziehungsweise reicht eure Gesellschaft aus oder braucht ihr vielleicht doch ein zweites? Ja, nehmt es euch einfach zu Herzen. Auch bei Schnuffi hier hat, als er seinen früheren Partner verloren hat, natürlich eine neue Partnerin bekommen. Sie ist aus dem Tierheim und das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt, dass wenn ihr euch ein Kaninchen anschaffen wollt, schaut erstmal im Tierheim, ob da vielleicht was Passendes für euch ist. Ja, des Weiteren ist aber beim Stall für die Kaninchen nicht nur wichtig, dass er groß genug ist, sondern auch genügend Schutz bietet vor natürlichen Feinden. Wie zum Beispiel hier am Stall ist da ein Busch, der davor schützt, dass irgendwelche Tiere reinkommen. Und auch unten drunter, das sieht man jetzt nicht, aber unter der Erde ist ein Gitter vergraben, damit eben kein Tier sich durchbuddeln kann. Außerdem seht ihr ja, dass die Gitter hier relativ groß sind. Das ist eigentlich nicht so geschickt. Und damit sich da nachts kein Marder oder so durchquetschen kann, haben wir hier so Scheiben gebastelt, die man einfach draufhängen kann. Genau. Und Hasen sind halt Fluchttiere und müssen sich vor ihren Angreifern verstecken. Deswegen ist es auch immer wichtig, dass sie irgendeinen Schutz haben. Deswegen haben wir uns auch dafür entschlossen, dass wir eben ein Kaninchenhäuschen bauen, in dem sie sich verkriechen können und einfach darin Schutz haben. Ja, eure Kaninchen werden es euch danken, wenn sie auch einen Rückzugsort haben. Und wir hoffen, euch gefällt unsere Anleitung, die jetzt folgt. Und wir hoffen oder wir wünschen euch viel Spaß beim Nachbauen. Ja. Als Material für unser Kaninchenhäuschen haben wir Dachlatten, ein paar Holzplatten, U-Profile und Bambus verwendet, sowie Nägel und Schrauben zum späteren Zusammenbauen.
Für das Gerüst des Häuschens benötigen wir 8 längere und 4 kürzere Stücke der Dachlatten. Dafür werden zuerst die richtigen Abstände angezeichnet und die Dachlatten dann dementsprechend gekürzt. Damit sich die Kaninchen nicht verletzen können, wurden die Kanten abgefeilt. So sieht dann unser Zwischenergebnis aus. Damit das Gerüst stabil ist, müssen die Schrauben tiefer im Holz versenkt werden. Dafür haben wir bei den längeren Stücken zuerst einen Teil des Holzes mit einem breiten und den Rest mit einem schmalen Bohrer durchbohrt. Die U-Profile, in die später das Bambus gefüllt wird, mussten ebenso in Stücke gesägt und durchbohrt werden. Wichtig ist auch hier das Abfeilen. Anschließend werden sie an den Innenseiten von 6 der zuvor bearbeiteten Dachlatten befestigt. So sollte das Ganze dann aussehen. Zwei der längeren Stücke mit U-Profil werden jeweils mit einem der kürzeren Stücke verbunden. Damit sie nicht rausrutschen können, werden unten und später auch oben Nägel angebracht. In die U-Profile wird nun das Bambus gefüllt. Somit sind 3 Wände fertig. Um die nächsten Schritte besser ausführen zu können, wurden die fertigen Wände provisorisch zusammengeschraubt. Dafür mussten erstmal Löcher angezeichnet und gebohrt werden. Als nächstes stellten wir die fehlende Vorderseite fertig. Diese und der sich in ihr befindende Eingang wurden mit der Stichsäge ausgesägt. Zum Anzeichnen von dem Eingang haben wir einfach einen kleinen Blumentopf genommen. Und Abfeilen nicht vergessen. Um die Einzelteile der Vorderseite miteinander zu verbinden, nutzten wir Holzdübel. Dann wurde auch die Front an das Gerüst angebracht. Wir persönlich haben uns für ein Häuschen mit Boden entschieden. Diesen haben wir mit Hilfe von unserem bisherigen Ergebnis angezeichnet und anschließend natürlich ausgesägt. Und weil es unsere Lieblingsbeschäftigung ist, wurde auch hier wieder gefeilt. Das provisorisch zusammengeschraubte Gestell wurde danach nochmal auseinandergenommen, um den Boden hineinzusetzen und dann richtig zusammengeschraubt. Die Löcher, in denen die Schrauben versenkt wurden, verschlossen wir mit Holzdübeln. Es fehlt also nur noch das Dach. Damit es leicht übersteht, haben wir es etwas größer als die Grundfläche angezeichnet und ausgesägt. Anschließend haben wir Holzklötze an die Eckpunkte geschraubt, da es sich um ein abnehmbares Dach handelt. Das Ganze wurde zum Schluss dann noch mit Dachpappe bezogen. Damit wäre unser Kaninchenhaus fertig. Wir hoffen, euch hat unser Video bzw. unsere Anleitung gefallen und wir konnten euch inspirieren. Viel Spaß beim Nachmachen!